Ja, über unserem sozusagen das Leitmotiv, was wir haben, ist forschendes Lernen. Das heißt, es geht nicht darum, also wir wollen begeistern für Naturwissenschaften, Technik, Medizin, junge Leute, auch sehr junge Leute schon ab dem Kindergartenalter wollen wir dafür begeistern, aber nicht durch trockenes Lernen von Wikipedia-Wissen, sondern über die Art und Weise, dass man über eigenes Experimentieren, offenes Experimentieren, ohne dass das Ergebnis vorher feststeht, aber doch natürlich begleitet, dass Neugierde geweckt wird, Forschergeist geweckt wird und auf die Art und Weise es zu bleibenden Prägungen eigentlich auch kommt und das Interesse für Naturwissenschaften, Technik und Medizin geweckt wird. Wir versuchen schon sehr junge Kinder einzubinden. Also es geht los bereits im Kindergartenalter, so Vorschule, 5 Jahre, also wir setzen deutlich eher an als andere Hochschulen, die in diesem Bereich aktiv sind, die eher sagen, na gut, so wir fangen erst an mit Oberstufenschülern, Schülerinnen, weil da lohnt sich das erst wirklich inhaltlich interessant zu arbeiten. Aber wir setzen schon sehr viel früher an, um eben das Interesse zu wecken. Und das zieht sich dann fort übers Kindergartenalter, Grundschule sehr stark. Aber dann wird das weiter nahtlos weitergeführt in Sekundarstufe 1 und Sekundarstufe 2 unser Angebot. Unsere Hochschule, es hat sich fast durch Zufall entwickelt, vor mehr als 10 Jahren der Junior Campus, aufgrund einer Anfrage, da haben wir gar nicht groß drüber nachgedacht, sondern ja, dann machen wir da mal was, experimentieren wir mit dieser Schule und das ist dann nach und nach gewachsen. Und es ist aber nicht nur es macht Spaß, es ist aber auch anstrengend, aber das ist nicht reiner Selbstzweck oder weil uns das Spaß machen würde, sondern natürlich ist im Hintergrund auch das ist unser Nachwuchs, der ist noch ziemlich klein teilweise, aber das ist unser Nachwuchs, das heißt, nur wenn wir es schaffen, auch auf Dauer, dass genügend junge Leute da sind, die sich für Technik, für Naturwissenschaften interessieren, nur dann haben wir als Hochschule eigentlich auch eine Existenzmöglichkeit. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil normalerweise stellt man sich über das Lernen so vor, man bekommt etwas vorgegeben, dass so dieses Modell des Nürnberger Trichters, das macht natürlich niemand mehr so, aber dieses Beibringen wollen, das ist sehr resistent, das ist in uns bei vielen Lehrenden, Lehrkräften, aber im Unterschied dazu ist das forschende, entdeckende Lernen eine Möglichkeit, dass Kinder selbstständig sich Wissen erarbeiten können und nicht nur Wissen erarbeiten können, sondern auch lernen, wie denn Wissen generiert wird. Das heißt also, wie arbeiten die Wissenschaften? Das ist unser Werkzeug, die Methoden und die Konzepte, mit denen wir uns die Welt erschließen können. Und das ist zentral wichtig, insbesondere beim naturwissenschaftlichen Unterricht, also ein Unterricht, der nur so eine Vorstellung hat, dass wir ganz viel Wissen bei den Kindern anhäufen und ihnen viel erzählen oder sie viel bearbeiten können, das wird nicht dem Anspruch einer guten naturwissenschaftlichen Bildung gerecht. Und das Besondere daran ist, wir wissen auch, dass es nicht nur ein sinnvoller Ansatz ist, sondern es ist auch effektiv im Vergleich zu anderen Formen. Ja, das ist sehr sinnvoll, weil die Hochschule ja ein Ort ist, wo Wissenschaften gelehrt werden und wo auch Wissenschaften entsteht, also wo Wissen generiert wird. Und wenn ich da, das ist eine gute Chance, dass Schulen dieses Wissen und diese Kompetenz nutzen können und das kann nur fruchtbar werden, wenn beide Institutionen auch gemeinsam arbeiten und man als Lehrkraft auf dieses Wissen zurückgreifen kann. Oh ja, also ich denke, das naturwissenschaftliche Forschen und Lernen ist quasi eine Urform des Lernens im Menschen. Wir sehen das ja schon bei Babys, die quasi erste Experimente vornehmen und ich denke, das passt von daher wunderbar in Kita und natürlich dann auch in Grundschule. Dieses Angebot ist so hervorragend, da sehe ich eine Menge Mehrwerte. Also erstmal trifft man auf echte Forscher, man verlässt die Schule, man trifft auf einen außerschulischen Lernort unter Umständen und man forscht eben wirklich im Sinne dieses Kreises, der uns bekannt ist allen. Also eben man macht nicht nur wilde, bunte Sachen, sondern man lernt eben wirklich zu forschen und das, glaube ich, ist was ganz Wichtiges, was auch Schule unterstützen kann. Also ich würde mich freuen, wenn die Grundschule erstmal innerhalb der Lehrerschaft sich dafür entscheidet, hier teilzunehmen. Und dann wäre es sehr wichtig, dass ein Schulkonferenzbeschluss gefasst wird, um die gesamte Schule an diese Idee zu binden, auch die Elternschaft und teilweise auch die Schülerschaft. Und dann wäre es klasse, wenn Sie sich bewerben würden um das Gütesiegel, indem Sie eben, wie das schon angegeben wurde, regelmäßig forschen und Experimente durchführen. Das wäre großartig.